Oh, hallo, einen wunderschönen guten Abend zur Marktplatz-Demo 212. Diesmal unter besonderem Anlass. Wir haben hier einen der größten Kriegstreiber hier bei uns in Schwäbisch Gmünd. Zeigt mir ihr, was wir von ihr halten. So. Die Frau Strack-Zimmermann. Okay, man weiß nicht so genau. Sagen wir mal Strack-Zimmermann. Willkommene Kreatur. Ja, mir Kontinenz. ich habe ein bisschen was mal geguckt, was die so gemacht hat in ihrer beruflichen Laufbahn. Sie hat schon immer Promotion gemacht mit der Arbeit Bilder aus Amerika. Eine zeitungswissenschaftliche Studie. Das passt ja komplett. Genau. Ich möchte unsere Teilnehmer unserer Demo bitten, hier auf die Versammlungsfläche zurückzukommen. Die hört uns auch so ganz bestimmt. Ja, du hast deine Schuldigkeit. Okay, also gut. Hier ist die Versammlungsfläche. Vielen Dank. Genau, wir müssen nur laut sein, dass ihr uns hört. So wie sie war, also sie ist Mitglied im ersten Untersuchungsausschuss des Verteidigungsausschusses, stellvertretendes Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der NATO, Mitglied des Präsidiums des Förderkreises Heer e.V., Vorstandsmitglied der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und Mitglied des Beirats der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Also ihr seht schon, mit dem, was sie alles macht, ja, weiß man, wo sie herkommt. Bitte? Hat sie auf jeden Fall ganz viel Blut an den Händen. Man kann nur sagen, ganz laut, pfui. Und wenn ihr Lust habt, mal auf ihre Homepage zu gehen, manchmal ist man sadomasochistisch veranlagt, genau. Also, Aussagen auf ihrer Homepage. Wir brauchen doch nicht selber draufgegangen. Die Bundeswehr wurde über Jahre sträflich vernachlässigt. Der brutale russische Angriff, wieder mal, auf die Ukraine, hat alte Gewissenheiten auf den Kopf gestellt. Die Zeitenwende und das Sondervermögen, wir wissen alle, was Sondervermögen ist, genau, für die Bundeswehr sind richtige Signale. Also unsere Kindergärten, unsere Altenheime, unsere Schulen, die braucht alle kein Geld. Hauptsache die Bundeswehr ist ausgestattet, damit man auch deutsche Soldaten voll in den Krieg schicken kann. Ich sag nur pfui. Der Respekt vor dem Einsatz und der Leistung unserer Soldaten gebietet maximalen Schutz durch bestmögliche Ausrüstung. Ich erinnere nur an die Helme, wo sie hingeschickt haben. In Europa muss Deutschland Führung übernehmen. Was ist denn das für eine Aussage? Dass wir wieder Kriegstreiber sind, wie schon mal? Das ist die Frage. Auch bei Einwanderung, Integration, die Debatte um Asyl und Einwanderung wird hitzig geführt und vergiftet.
Das politische Klima, ja klar. Ein Weiter-so ist ebenso wenig hilfreich wie die Forderung nach völliger Abschottung und behinderte Diskussion um weiteren Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die Herausforderung, wo diese Politik uns hingebracht hat. Wir benötigen ein modernes Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild, das qualifizierte Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt klar und einfach mit Hilfe eines Punktesystems regelt. Klar, es kommen lauter Ärzte und Ingenieure zu uns. Und was sagt immer Raketenforscher? Jemand anders kommt hier überhaupt nicht nach Deutschland. Und da ist wichtig, dass man die alle hierher holt. Das Witzige ist innere Sicherheit. Wer Freiheit der Sicherheit opfert, wird beides verlieren. Das steht auf ihrer Homepage. Unglaublich. Wir wollen effektive Sicherheitsbehörden, die Sicherheit als Schutz der Freiheit begreifen. Sie sollen objektiv in der Lage versetzt werden, mit angemessener Ausstattung und professioneller Organisation ihren gesetzlichen Aufträgen nachzukommen. Das ist besser, als jeden Tag Gesetzesverschärfungen symbolisch zu diskutieren. Wir fordern daher Haushaltspriorität für Polizei und Justiz. Unglaublich. Unglaublich, ja. Für alle diejenigen, die es gerade nicht so richtig mitgekriegt haben, möchte ich da die Passage noch kurz wiederholen. Auf dieser Homepage von dieser Frau Strack-Zimmermann steht tatsächlich der Satz: Wer Freiheit der Sicherheit opfert, wird beides verlieren. Und jetzt kommt's. Wir wollen effektive Sicherheitsbehörden, die Sicherheit als Schutz der Freiheit begreifen. So kann man es natürlich auch machen. Man gibt dem Kind einfach einen anderen Namen und sagt: Wir begreifen Freiheit ab sofort als geschützte Sicherheit. Ich habe eine Nachricht für dich, Mädel, Klein Agnes. Wie soll ich das formulieren? Freiheit ist ein anderer Begriff für Unsicherheit. Ja? Man kann Freiheit nicht schützen. Sicherheit und Freiheit sind zwei Begriffe, die sich ausschließen. Nur wer frei ist, ist wirklich frei, und das ist automatisch mit Unsicherheit verbunden. Und wer Sicherheit will, ist ab dem Moment nicht mehr frei. Ja? Und einen verräterischeren Satz auf dieser Homepage gibt es überhaupt nicht als diesen hier. Ja? Gott sei Dank hat sie das selber geschrieben, man muss es ihr nicht mal in den Mund legen. Wie immer muss man nur genau lesen, was diese Leute schreiben und von sich geben. So, also Tanja, wieder an dich. Ja, wir haben einen kleinen Einspieler. Es sind Leute aus der Mitte der Gesellschaft, die sich radikalisieren, die unser System nicht wollen, unser Grundgesetz nicht wollen, die diese Freiheit zerstören wollen. Und das muss man jungen Menschen immer wieder sagen. Die Leute gibt es, und um wehrhaft zu sein, müssen wir alle darüber sprechen. Man darf sich auch nicht ins Private zurückziehen, was leider immer mehr machen, weil sie keinen Bock auf diesen Stress haben. Weil das ist eine objektive, große Gefahr, und gerade weil uns junge Menschen zuhören, kann ich nur sagen, nichts ist einfach so Gott gegeben. Auch die Bundesrepublik hat Demokratie lernen müssen, und der Aufruf, wir sind mehr, es gibt mehr Demokraten als Nazis, es ist Zeit, da auch etwas gegen zu unternehmen. Ich würde sagen, wir zeigen ihr, wer hier steht. Wir sind die Demokraten. Da muss ich übrigens was erzählen. Ich weiß nicht, wer von euch war bei dem Mahnfeuer letzten Samstag in Waldstätte, Waldstätter Straßdorf. Die haben den ersten Bürgermeister, Herr Baron, eingeladen. Unglaublich. Und ich bin da schon, ich habe gedacht, ich fasse es nicht. Steht auf diesem Wagen, nimmt das Mikrofon und erzählt was von: Wir sind alles Demokraten, alles wird demokratisch gewählt und. Also kein Wort, der hat nur gesagt, die Bauern machen alles ganz toll mit ihren Feldern. Und dann hat er erzählt, wie toll das bei uns in Deutschland mit der Demokratie läuft. Und dass alle Entscheidungen demokratisch von gewählten Personen entschieden werden. So wie die Ministerpräsidentenkonferenz zum Beispiel. Also unglaublich. Ich habe dann gerufen, wo war denn die Demokratie die letzten 4 Jahre? Also es ist unglaublich, was die machen. Die stellen sich dahin
und erzählen einem was von Demokratie. Und kein Wort, wie er die Bauern unterstützen möchte. Nicht mit einem Wort. Also, der hat nichts zu sagen. Ja, Ute, das haben wir schon festgestellt, dass er nichts, gar nichts zu sagen hat. Einfach nur hinterher plappert. Ich sag nur ganz laut, pfui! Pfui! Richtig! Ja. Ich wollte es nicht sagen. Ja. Magst du ein Mikrofon haben, dass es alle hören? Okay, ja, wir haben noch ein paar Sachen zusammengetragen über die feine Dame da drüben, die so unfeine Dinge macht, wie Waffen in Kriegsgebiete liefern zu wollen und liefern zu lassen. Diese Frau ist Vorstandsmitglied und ich glaube seit neuestem sogar Vizepräsidentin der sogenannten Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, was diese Deutsche Atlantische Gesellschaft so macht. Und das ist nichts anderes als, wie soll ich es nennen, Jubelperso für die NATO. Ja, die haben sich auf die Fahnen geschrieben, sozusagen die NATO hochzujubeln und die NATO und das, was die NATO tut, in den schillerndsten und freundlichsten Farben zu schildern. Ja, mit anderen Worten, auch hier ist sie dabei, Probleme mit Waffengewalt lösen zu wollen, weil nichts anderes ist die NATO. Die NATO ist ein Kriegsbündnis, wie es die Welt so noch nie gesehen hat. Das muss man sich mal klar machen. Es gibt nichts auf der Welt, das der NATO irgendetwas wirklich entgegenzusetzen hätte, vielleicht mit Ausnahme von Russland. Ja? Aber ansonsten haben die eine militärische Macht, Konzentration, wie es das sonst nirgendwo mehr gibt. Wie gesagt, und als Vorstandsmitglied der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, ja, bejubelt sie alles, was die NATO tut. Und ich habe dann mal geguckt, woher kriegt eine solche Gesellschaft eigentlich Geld? Ja, die müssen ja von irgendwas ihre Aktionen bezahlen. Ja? Und auf der Homepage kann man dann lesen, dass die finanziert werden vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Allein das halte ich schon für einen Skandal. Und dann habe ich mal geguckt, wo sitzen die eigentlich? Also gucke ich nach, wo sind denn die beheimatet, die Deutsche Atlantische Gesellschaft? Sie sitzen in Berlin, in der Dorotheenstraße 84. Und da dachte ich, diese Adresse kommt mir irgendwie bekannt vor. Dorotheenstraße 84 ist gleichzeitig der Sitz des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Die brauchen noch nicht einmal mehr das Haus zu verlassen, um Staatsknete abzugreifen. Die müssen nur an die nächste Tür klopfen und dann werden sie von dort versorgt mit Staatsgeldern, mit unser aller Geld, damit sie ihre scheiß Kriegspropaganda machen können. Ja? Ich finde das zum Kotzen. Ja. Jetzt muss man ganz klar sagen, schönen guten Abend zu dieser Dame dort drüben. Sie ist definitiv Waffenlobbyistin. Sie verdient Geld damit, dass sie Waffen dorthin schickt, wo andere Männer, Brüder, Frauen, Kinder erschossen werden und elendig sterben. Damit verdient die Frau ihr Geld. Und im Bundestag zuckt sie nochmal ab. Das muss man auch sagen. Wie wär's, wenn wir die schöne Dame mal an die Front schicken, wie auf dem schönen Plakat steht, damit sie das mal vormacht und nicht nur auf dem warmen Sessel sitzt. All die Menschen, die die Kriege zu verantworten haben, gehen dort selbst nicht hin. Auch nicht ihre Söhne, nicht ihre Väter, nicht ihre Männer, sondern sie schicken die Söhne anderer Frauen dorthin. Schickt mal einmal diese Verantwortlichen in den Schützengraben. Schickt sie einmal an die Front und der Krieg wäre morgen beendet. So, jetzt machen wir ein bisschen Musik und dann hat die Helga uns einen Beitrag hier. Ich bin ein Vogelkrieger,
im Informationskrieg und will es jeder von euch echte Information kriegt. Und ich gebe nicht auf den Flimmerkasten drauf, denn das ist wie ein Licht, das ich in den Massen saug. Wacht auf, passt auf, passt auf, eure Kinder und eure Enkel nicht denken, frei jetzt eine Erinnerung. Bleibt die Masse kritisch und bedeutet, dass ihr faktisch eine Zukunft entwickelt. Zurück nach 1984, wir sind frei. Bei dir und lieben Apparaten staunen, zeigen, wie sie euch als Weg den überwachen, scharfe Korn, überwachen, gerade auf Verschwörungstheorien, dass sie in der Weltregierung planen. Etwas Schönes sind die, wie wir haben vor Jahren prophezeit, das ist und wie es geschieht. Und das ist alles eingetroffen, ist gerade die Ironie, denn wir wurden belächelt und als Spinner abgetan. Und erzählt ihr, was wir euch als Fakten bringen, ist alles wahr. Wir sind Infokrieger im Informationskrieg und wollen, dass jeder von euch echte Informationen kriegt und nicht jeden Mist ihrer Propaganda glaubt. Denn ihr wisst, schaut ihr zu, nimmt der Kopf das alles auf. Wir sind Infokrieger im Informationskrieg und wollen, dass jeder von euch echte Informationen kriegt und nicht jeden Mist aus dem Flimmerkasten glaubt. Denn ihr wisst, dass wir euch die Wahrheit bringen, was wir zahlen. Infokonnect sind nicht links, sind nicht rechts, sind Vorreiter im alternativen Info-Geschäft. Wir decken immer mehr auf, aber immer mehr verstecken von globalen Plänen, Kriegen bis zu Bilderberger Ketten, von falschen Flaggen, Attacken bis inszenierten Krisen. Gerade weil wir das machen wollen, wir sind ein Netz verbieten, aber nicht mit uns ist euch das klar, denn wir stoppen nicht, solange die Menschheit von allen Plänen betroffen ist. Das ist alternative Information geschaffen. Und ich Massen zu Idioten machen, schaffst du nur zu Toten machen. Gar nichts ehrlich, großer Quatsch und Nachrichten sind hohler Hass und Großverachtung. Und so ist das und lassen wir es oder Nachtung. Für eine freie Gesellschaft sind treibende Menschen Leide und menschlich eiserne Weltmacht. Mit weiter mehr einer Weltmacht, keine faschistischen Weltregierungen sind fast die einzigen, die das berichten. Ihr Fernsehzensierung, den Infokrieger im Informationskrieg und wollen, dass jede von euch echte Informationen kriegt. Und nicht jeden Mist ihrer Propaganda glaubt, denn ihr wisst, schaut ihr zu, nimmt der Kopf das alles auf. Wir sind den Infokrieger. Ich bin direkt an der Grund mit den Kämpfern, wir sind deine Streitkraft. Infokrieger, wir wachsen weltweit, wir sind blind vor mir. Das Erwachen der Zeit ist weit. Und genau deswegen wollen sie uns verpflichten. Fluorid im Wasser, Chemtrail, Wolken in den Rüsten. Doch wir kommen, um zu lüften, was sie geheim halten. Das Spiel ist nur nicht vorbei, wir werden niemals einhalten. Wir sind Wecker für Menschen, denn wir wecken die Menschen. Und diese Idee, um jetzt zu beenden. Wir sind Menschen, die denken, Menschen, die Menschen zum Denken dann reden. Denn wir sind gegen Menschen, die das Ende der Menschheit anstreben. Stopp! Kauf mir nicht alles doch, schau dir mal alles selbst, dann bist du selbst, dann wissen wir, dass deine Welt an sich den Fakt nicht standhält. Nein, ihr werdet es sehen und dann aufwachen. Komm, schließt euch diese Bewegung an. Wir sind Infokrieger im Informationskrieg und wollen, dass jede von euch echte Informationen kriegt. Und nicht jeden Mist ihrer Propaganda glaubt, denn ihr wisst, schaut ihr zu, und er packt das alles auf. Wir sind Infokrieger im Informationskrieg und wollen, dass jede von euch echte Informationen kriegt. Und nicht jeden Mist auf dem Flimmerkasten glaubt, denn ihr wisst, dass ihr euch die Wahrheit bringt. Und jetzt begrüßen wir die Helga. Hallo, meine liebe Mitmenschen, hallo, Marktplatz-Team. Schön, dass alle da sind, auch wenn es ein trauriger Anlass ist. Wir haben heute einen, naja, gut verdienender Besuch in Schwäbisch Gmünd, sagen wir es mal so. Ich habe mich schon gewundert, wie das sein kann, dass jemand, der so einen schönen Namen hat, Marie Agnes. Wenn ich das höre, da denke ich an lauter alte Bayern, die ihr Sach selber geschaffen haben und die ehrlich waren. Das hat ja die Person, ich weiß nicht, ist es eine Frau, ist es ein Mann, ist es ein Hund, ist es ein Katz. Wir sind ja politisch korrekt, ich werde ihr kein Geschlecht und kein Körper zuweisen. Und ich entschuldige mich jetzt schon für das ihr, aber ich gehe immer davon aus, wenn man Marie Agnes heißt, dass man dann weiblich ist. Aber es gibt ja auch Männer, wo Marie heißt. Naja, so wie sie aussieht, weiß ich nicht, was sie ist. Also, ich hab passend zu dem Anlass von unserem hohen Besuch, der durch den Tod von Milliarden Menschen auf dem ganzen, ja, oder Ball oder Scheibe, wie auch immer ihr es definieren möchtet, Verantwortung trägt,
So wie jeder deutsche Steuerzahler, der zu bequem ist, sein Maul aufzumachen und jeden Krieg mit Waffe unterstützt, ihr solltet euch alle was schämen. Es gibt da ein Lied vom Udo Lindenberg. Wozu sind Kriege da? Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind Kriege da? Ganz einfach, dass solche Personen wie die Frau da drüber oder der Mann oder das Tier ein Haufen Kohle einstreichen können. Total empathielos. Mütter, die ihre Söhne verlieren. Kinder, die sterben, sinnlos, sei es in der Ukraine, sei es im Gazastreifen. Es ist der Frau scheißegal, Hauptsache die Kasse klingelt und man kann noch mehr Waffen liefern. Pfui Teufel! Ja. Ihr müsst euch das bewusst machen, jedem, der sich da dagegen nicht erwehrt, klebt Blut an seine Hände und da könnt ihr euch nicht davon reinwaschen, indem ihr dann in den Kirch gegangen und euer, was weiß ich, Absolution holt von dem Pfaffer, wo euch dann absegnet und fünf Ave Maria beten lasst. Es ist erbärmlich, erbärmlich, wie man da für Geld Kinder, Frauen, Männer tötet, Tag für Tag. Und das mit unserem Steuergeld. Wir haben die größte Steuereinnahme seit, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten, hat man glaube ich auch noch nie gehabt in Deutschland. Und in Deutschland geht alles vor die Hunde. Und ich sage Deutschland, weil das Land, in dem wir leben, einfach Deutschland heißt. Das hat nichts mit Nationalsozialismus oder irgendeinem Rotz zum Tor, was sie uns verkaufen wollen. Wir sind halt Deutsche. Und wir sind auch Deutsche, wenn wir keinen deutschen Pass in dem Sinne haben. Das ist mir scheißegal. Jeder, der sich da an die Regler hält und schaffen geht, ist für mich ein Deutscher, da habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe bloß ein Problem mit Menschen, die Gewalt vorziehen der Diskussion. Ich habe ein Problem mit Menschen, die sich von jedem Rotz distanzieren, weil sie Angst haben, dass sie mal für ihre Meinung, für ihre ehrliche Meinung einstanden. Das fehlt in dem Land. Das Wichtige ist immer, dass man politisch korrekt sich überall verhält und ausdrückt, wenn es öffentlich wird. Da verzichte ich drauf. Ich werde mich auch nicht recht für was auch immer ich vielleicht sage im Eifer des Gefechts, was politisch nicht korrekt ist. Denn für mich ist es wichtig, dass man mal wieder menschlich miteinander umgeht, dass man mal wieder Verantwortung übernimmt für sein Tun, für sein Handeln. Und es wäre nicht schlecht, wenn Marie Agnes Strack-Zimmermann auch mal überlegen hätte, wie viel Leid sie einfach in die Welt bringt, bloß weil sie gierig ist und wie viel Lüge sie verbreitet, damit bei ihrer Kasse klingelt. Das ist so widerwärtig ekelhaft. Und jeder, der vorher gemeint hat, er muss sich mit dem Kriegstreiber hochziehen, da haben wir ablichten lassen, der soll sich was schämen. Der soll sich, nachts soll der träumen von den Kindern, wo der Tag für Tag sterben. Nie wieder. Ist schon lang passiert. Die letzten 4 Jahre haben gesunde Menschen das nie wieder Tag für Tag erleben dürfen, indem ihr sie ausgeschlossen habt, indem ihr Lügen verbreitet habt. Und das kennt ihr gut, wegen dem macht ihr jetzt gerade so weiter, von einem ins nächste rein und immer noch mehr Lügen verbreiten und immer noch mehr die Menschen auseinandertreiben und immer noch mehr gucken, dass keiner mit dem anderen mehr ehrlich schwätzen kann. Jeder überlegt sich mittlerweile, wenn er irgendwo steht bei Leuten, wo er kennt, was er sagen darf und was nicht. Wo sind wir? Wir sind in Deutschland, da hast du doch Meinungsfreiheit. Warum kann man die nicht öffentlich kundtun? Ja. Da liefert man mit, ich glaube, Plutonium angereicherte Sprengköpfe oder Streumunition. Ich kenne mich da nicht aus, ist nicht mein Gewerbe, weil ich habe da ein Problem damit. Aber die Frau
oder der Mann oder das Tier, Strack-Zimmermann, hat da keine Probleme, dass der Grund und Boden, nicht bloß die Menschen, die da ihr Leben lassen, da ist alles verseucht vor Jahre, Jahrzehnte, das ist der Frau egal, hauptsache sie kann einen Haufen Kohle einstreichen, pfui Teufel, pfui! Mal, sei es im Gaza, sei es in der Ukraine oder in den zahllosen anderen Kriegen, die angezettelt waren von solchen Kriegstreibern wie dem Menschen Strack-Zimmermann, hat man da mal die normale Bevölkerung befragt, ob sie das für gut empfindet, wenn wir ständig neue Waffen liefern, dass immer mehr Menschen sterben? Ich glaube nicht, denn ich denke, die Menschen, die dort leben müssen, die hätten das vielleicht nicht. Die hätten vielleicht lieber, dass sich die Verantwortlichen mal an den Tisch nachsetzen und miteinander schwätzen. Und dass sie vielleicht von der riesen Kohle, wo sie einstreichen, den Leuten direkt, die da betroffen sind, auch mal ein paar Kreuzerler gibt, denen der Kotzsack aus der Krone fallen, wenn sie anstatt, dass sie ihr Konto aufstockert bis ins Unendliche, da haben sie einfach direkt am Helfen denen, Hilfe zur Selbsthilfe, Diskussionen um den Krieg zu beenden, und es ist egal welcher Krieg. Krieg wird nicht mit Waffen beendet. Krieg wird damit beendet, indem man an den Tisch sitzt und miteinander schwätzt. Und die Lüge, dass die Kriegsparteien nicht miteinander schwätzen können, das ist nur darauf basierend, weil die Leute einfach immer mehr Kohle damit verdienen wollen, dass sie noch mehr Menschen umbringen können. Dass der Unmut auf beide Seiten wächst, weil man pusht immer beide Seiten. Da brauchen wir bloß nach Israel runtergucken, wie sie da die Kriegsreiberei existiert bis zum Unendlichen. Und in der Ukraine wollen sie nicht aufhören. Da wird es erst ein Ende haben, wenn es kein mehr gibt, wo laufen kann. Wenn man jetzt überlegt, was die uns erzählen, was der Russe macht, der Russe baut schon auf mit seinem Geld, der will von uns gar nichts, weil dem geht es um die Menschen. Und was machen wir? Wir schicken noch mit Waffen nach, dass man das frisch aufbaut und wieder zusammenbomben kann. Ihr solltet euch alle was schämen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ich wünsche dir nichts Böses, aber ich wünsche dir, dass du wenigstens mal eine Woche lang erleben darfst, was du so viele Menschen zumutest, Tag für Tag, wenn sie in solche Gebiete leben müssen. Ich wünsche dir all die schlechten Träume, die die Menschen Tag für Tag und Nacht für Nacht durchleben müssen. Und ich wünsche dir, dass du vielleicht dann irgendwann einmal dein Herz findest, damit du auch lernst, der Friede beginnt immer im eigenen Herzen. Und wenn ich kein Herz habe, dann ist es klar, dass ich keinen Frieden sehe. Und das gilt auch für alle, die jetzt da mit reinsitzen und die da alle mitmachen und die sich freuen, dass sie mit jemand Prominentes abgelichtet werden. Ich sag nur dazu, pfui Teufel! Ihr müsst euch mal überlegen, wenn wir die Macht in die Hand geben. Das sind Menschen, die sind total asozial, die sind nicht kompatibel mit dem normalen Leben, und denen gebt ihr die Macht zu entscheiden, was ihr daheim erleben dürft. Und wenn das so weitergeht, dann wird es bei uns ganz unschön in Deutschland. Das kann ich euch versichern. Ich meine, wir haben schon viel vorausgesagt in den letzten 4 Jahren, was eingetreten ist. Es wird auch eintreten, wenn ihr nicht endlich lernt, dass ihr dafür verantwortlich seid, was passiert auf der Welt. Ihr müsst alle euch selber an der Nase nehmen und für eure Überzeugungen einstanden und müssen auch mal damit klarkommen, dass er vielleicht nicht der Klasseprimus sei, dass er nicht gelobt wird, aber dann hätte er wenigstens mal das Richtige getan. Es kommt nicht immer darauf an, dass man vorne stand, statt ein Bildchen machen kann und gelobt wird. Es kommt darauf an, dass man mit seinen Mitmenschen immer gut zusammen sein leben kann, und das fehlt. Ja, da muss ich dem Recht geben, wo der Ende geschrien hat. Kriegstreiber an die Front. Ich bin da dafür, dass wir ein riesen Kolosseum aufstellen. Und da sollen die Hansel einmal einstanden. Dürfen sich ihre Waffe raussuchen, weil da ist eh keiner in der Lage, dass er das umsetzt, was er von den anderen Tag für Tag abverlangt. Pfui Teufel, pfui Teufel. Und ich kann nur noch mal sagen, an jedem, der
er sich da dagegen nicht ausspricht, was die Menschen wie Agnes Strack-Zimmermann fabriziert, wo sich nicht ganz klar dagegen positioniert, an dem seine Hände klebt das Blut von Milliarden Menschen auf unserer Welt. Und deswegen wird es Zeit, dass wir mal alle gemeinsam und nicht, oh, mit denen bin ich nicht da, ne, die kehren nicht zu uns. Scheiß drauf, wir wollen eine bessere Welt und die kriegen wir bloß, wenn wir mal endlich wieder miteinander schwätzen und miteinander auf die Straße gehen. Dankeschön. Ja. Vielen, vielen Dank, Helga. Wie immer, kein Plattform und vielen Dank. Genau. Super. Ja, ich wollte bei der Gelegenheit noch ganz kurz daran erinnern, dass die Frau da drüben nicht ganz zufällig hier ist, sondern auf Einladung. Und diese Einladung ist ausgesprochen worden. Auch das will ich hier gerne machen, weil das ist nur möglich. Diese Leute da drüben sind nur möglich, weil sie dann irgendwie doch unterstützt werden. Ja? Und die Unterstützung, die Einladung hier kommt von der WEG Autowelt, ihres Zeichens Autohändler hier in Schwäbisch Gmünd. Ja? Audi, ja? Vielleicht könnt ihr es bei eurer nächsten Kaufentscheidung ja mal in Erwägung ziehen, darüber nachzudenken, wo ihr euer Geld hintragt und wo nicht. So, jetzt hat die Ute was für uns vorbereitet, was da auch ins Thema passt. Ja. Ich habe heute einen Text gefunden von einem Generalmajor außer Dienst, Herrn Gerd Schulze-Rohndorf, veröffentlicht am 2. Februar diesen Jahres. Meine Damen und Herren, ich habe nicht 37 Jahre als Soldat gedient, um Deutschland den Frieden zu bewahren und um jetzt kommentar- und tatenlos zuzusehen, wie Deutschland langsam, aber wahrscheinlich auf eine aktive Teilnahme an einem fremden und sinnlosen Krieg zugesteuert wird. Unsere heiligen drei Könige, Herr Bundeskanzler Scholz, Herr Minister Lindner und Herr Minister Dr. Habeck, haben in ihren jungen Jahren zunächst alle den Wehrdienst für Deutschlands Recht und Freiheit und die Bewahrung unserer Demokratie verweigert. Sie geben nun weit mehr als 10 Milliarden Euro Steuergelder pro Jahr für das Recht, die Freiheit, die Demokratie und die westlichen Werte in einem fremden Staat aus, der weder eine Demokratie ist, noch westliche Werte vertritt. Sie verlängern mit unseren Steuergeldern und unserem und dem Blut fremder Wehrpflichtiger einen inzwischen sinnlos gewordenen Krieg. Die Ukraine ist mitnichten eine Demokratie und ihre Werte sind nicht unsere. In der Ukraine sind 11 Oppositionsparteien verboten. Selenskyj hat die terminlich für März 24 anstehenden Präsidentschaftswahlen untersagt. In Russland finden sie statt, meine Damen und Herren, dort drüben. In der Ukraine sind alle Medien gleichgeschaltet. Aus der Ukraine heraus sind keine ukraine-kritischen Berichte deutscher Journalisten zugelassen. Aus Moskau heraus sind russland-kritische Kommentare deutscher Journalisten durchaus üblich. In der Ukraine sind politische Morde an der Tagesordnung. Laut der 3-Wochen-Protokolle der Bundeszentrale für politische Bildung bis Kriegsbeginn. Die Ukraine und Russland sind gemeinsam die zwei korruptesten Staaten Europas, laut Transparency International. Der Freikauf vom Wehrdienst ist in der Ukraine genauso üblich wie in Russland. Die Ukraine steht mit ihrem Sündenregister von Brüchen von Staatsverträgen und von Verletzungen von UN-Konventionen und internationalen Charters dem russischen Register in Häufigkeit und Schwere in nichts nach. Und ich mag behaupten, der USA auch nicht. Der Text geht und so weiter. Hört es euch gut an. Dieser Frau schenkt ihr jetzt eure Aufmerksamkeit, entzieht ihnen endlich die Aufmerksamkeit und die Macht. Okay. Vielleicht noch kurz eine Information, was die Dame so im Bundestag alles so mit verabschiedet. Am 18.12.23 hat sie zum Beispiel für die Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes im Irak gestimmt.
Und dann habe ich mal einfach den Artikel 87a Absatz 2 des Grundgesetzes mir angeguckt und da steht, außer zur Verteidigung dürfen Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt. Und in diesem Grundgesetz steht kein Wort davon, dass man unsere Bundeswehr im Irak einsetzen darf. Zu was auch immer. Ja? Die Bundeswehreinsätze, die wir in den letzten Jahren überall schon hatten, die kriegen dann immer so ein Brunnenbohr- und Schulbaumäntelchen umgehängt. Aber es bleibt der Umstand, dass es Streitkräfte sind, die eingesetzt werden. Was das Grundgesetz klipp und klar nur zulässt, wenn es ausdrücklich erlaubt ist. Und das tut das Grundgesetz nicht. Deswegen wird dieser ganze Quatsch immer umdefiniert. Und diese Umdefinierung, die hat nur immer einen Hintergrund, nämlich diese Scheiß-Machtdemonstration, die Regierungen so an sich haben, weil nämlich derjenige sozusagen der richtig Mächtige ist, der über Krieg und Frieden entscheiden kann und damit über den Einsatz von Streitkräften. Und ich glaube, diese da drüben, die kriegt da feuchte Träume, wenn sie in irgendeiner Weise über den Einsatz von Streitkräften mitentscheidet, weil sie sich dann mächtig fühlt. Ne? Klein Agnes, ich sag dir, so war das nicht vorgesehen. Ja, vielen Dank. Bei mir noch ein kleines Thema zu dem, was die Helga so gesagt hat und was alle da drüben betrifft, die jetzt hier diese Dame beklatschen, ja, und die nichts machen und die sich im Sessel breit machen. Ich lese euch mal einen Text vor vom Harold Godwinson. Mitläufer sind immer Mitläufer. Egal ob gegen Juden, ob rechts, ob links, ob für Eiersalat oder dagegen. Mitläufer bekommen ihre Weisungen aus der Tagesschau. Sie trinken Weisungen wie die Muttermilch. Ja. Mitläufer waren bei den Nazis, Mitläufer waren in der DDR. Mitläufer sind alle auch beim Scholz. Sie haben keine eigene Meinung. Sie sind nicht mal wirklich links, sie sind auch nicht rechts. Sie sind aber auch nicht in der Mitte. Ob sie das glaubt oder nicht, Mitläufer sind einfach Mitläufer. Punkt. Um das geht's nämlich. Diese schweigende Masse macht sich überall auf der Welt mitschuldig an jedem toten Soldaten. Und das ist grausam und das müssen wir endlich beenden. Danke. So. Kannst du auch weitermachen, ja? Ich mache einen kleinen Einspieler von der Daria. Heuchler ziehen durchs Land. Heuchler ziehen durch das Land mit bunten Fahnen in der Hand. Sie haben einen Feind gefunden. So können sie ihr Gutmenschsein bekunden. Merken nicht, dass sie gesteuert werden. Der Propaganda folgen sie in Herden. Die Agenda verdrehte ihre Köpfe. Der Mann von heute trägt Rock und Zöpfe. Geschlechter soll es unzählige geben, die Hand fürs Klima am Asphalt kleben. Gegen die Opposition demonstrieren sie, und das im Namen der Demokratie. Nie wieder skandieren sie es heute und beschimpfen ganz normale Leute. Die Bekämpfung des Faschismus ihre Pflicht. Und doch sehen sie den Völkermord in Gaza nicht. So haben sie selbst ihren Protest zur Farce erkoren, durch Doppelmoral und Heuchelei ihre Glaubwürdigkeit verloren. Heil der Regenbogenfahne, wir wissen, wo das hinführt. Gott bewahre. Ja, Gott bewahre uns vor solche Politiker, wie da drüben sitzen und vor den Menschen, die da reingehen und froh sind, sowas sich anzuhören. So, gehen wir weiter an Roland. Nee, danke. Danke. Nee, mir geht es einfach darum, das ganze Thema haben wir jetzt ausgiebig erörtert, aber jetzt frage ich mal euch alle, die hier sind, ja, was erlebt ihr gerade eben? Was erlebt ihr? Ihr erlebt gerade eben, dass alles teurer wird. Ja? Täglich kann man sehen, wie die Preise nach oben gehen, egal in welchem Bereich, ob das Energie ist, ob das Lebensmittel sind. Alles wird teurer. Und ich frage euch, wo sind denn hier die Demonstrationen? Warum
Warum stehen keine 100.000 in Berlin und demonstrieren mal gegen die Regierung und nicht für die Regierung? Ich verstehe es einfach nicht. Ja? Und die demonstrieren ja für irgendwas. Ich weiß nicht, ob sie dafür bezahlt werden, aber ich traue mir es zu, das zu glauben. Weil ich habe selber erlebt, in Heubach wurden die Impfwilligen mit einem Sixpack von der Heubacher Brauerei belohnt für die Impfung oder mit einer Bratwurst. Und das sind die gleichen, da bin ich überzeugt davon, die jetzt hier sich bezahlen lassen für diese Demonstrationen, egal wo. Und da kann ich auch bloß sagen, ich krieg's große Kotzen, wenn ich an sowas denke. Und jetzt lese ich euch mal was vor. Ich lese euch jetzt mal was vor. Ein echter Demokrat, und hört mal zu da drüben, ein echter Demokrat verbietet keine unerwünschten Meinungen und Haltungen oder er schränkt sie auch nicht ein. Er wählt immer den Diskurs statt die Hetze. Er respektiert und achtet den Wählerwillen. Den Wählerwillen. Wer hat ihn euch gewählt? Niemand! Niemand! Ja. Und er stellt sich... Und ein echter Demokrat, liebe Freunde, der stellt sich den Herausforderungen einer sich wandelnden Welt in Vertrauen an das Volk, an die Wähler. Wer dies nicht tut, der gefährdet die Demokratie und höhlt ihre Werte aus. Und um das geht's nicht. Und darum stehen wir hier und wir werden nicht aufhören. Und wir werden siegen mit friedlichen Mitteln. Das kann ich euch garantieren. Danke. Ja. Am Ende siegt das Gute, da bin ich auch überzeugt davon. Genau. Jetzt machen wir noch mal kurz ein bisschen Musik und dann geht's weiter. Stolper durch meinen Alltag, gespannter Stacheldraht. Beschwert mir das Los, kommen von los, ewig kein Pass gehabt. Ach, Rande mit Ereigniskarten, die haben mir kein Glück gebracht. Ich sitze immer wieder im Knast, ich setze aus und denke nach. Wer hat dieses Spiel erfunden, wer hat diese Regeln gemacht? Wer profitiert, wenn nur einer von uns gewinnen kann? Allesamt, wir alle zusammen laufen im Hamster raus. Vater Staat ist nur eine Fassade für den Monopoly. Ich hab die Schnauze gestrichen voll. Das bunte Papier legt uns in Ketten her, wieso? Wir sind Sklaven von Geld, brav aufgefällt. Krank, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir deswegen hier sind. Meine Kinder werden freigeboren, ohne Schulden auf ihrem Rücken. Will mal für sie da sein, darum infiltriere ich noch von innen. Drauf geschissen, ich werde stürzen, zur Not bestraft. Blicken hoch und sehen, wie sie die Würfel rollen. Für die da oben ist unser Leben hier nur ein Spiel. Fingerhut und Bügeleisen fragen, wann sie kommen. Für die da oben ist unser Leben hier nur ein Spiel. Das Feld ist groß, aber jeder will die Schlüssel legen. Für die da oben ist unser Leben hier nur ein Spiel. Wir wollen Kunstpapier konsumieren. Alles dreht sich um Augen, wir spielen nur muss dumm, machen uns Angst, Schutzimpfung machen uns krank, Informationen über Strafe verboten und Interpol fallen nach Julian Assange. Sag mir, was du dazu sagst, sag mir, was ihr davon haltet oder bildet die Bild. Eure Meinung, ich lese keine Zeitung, denn ich interessiere mich nicht für Märchen und Fabeln. Wir wollen ehrliche Antworten auf ehrliche Fragen. Wir sind das Volk und haben es verdient, das Volk an dem ihr verdient. Doch sie spielen Monopoly, ich bombardier die Schlossallee. Ach, sie lassen die Würfel rollen, drucken das Geld, wie es ihnen gefällt. Grau oder blau, grün oder braun und für sich selbst wieder um Geld. Willkommen den heißt dich voll. Alles zu haben, was ihnen gefällt, ist noch nicht genug. Sie nehmen deinen Traum, die Hoffnungen auf und dein letztes Hemd. Ach, du kannst am Bahnhof pennen. Siehst vom Staat keine 4000 Mark ein. Setz diese Runde aus, ohne einen Pfennig im eigenen Sparschwein. Brech aus dem Spiel hier aus. Wie gut wären wir ohne ihn dran? Den Dingen der allen, den Großen und Ganzen, unserem Führer Monopoly, Mann. Blicken hoch und sehen, wie sie die Würfel rollen. Für die da oben ist unser Leben hier nur ein Spiel. Fingerhut und Bügeleisen fragen, wann sie kommen. Für die da oben ist unser Leben hier nur ein Spiel. Das Feld ist groß, aber jeder will die Schlossallee. Für die da oben ist unser Leben hier nur ein Spiel. Wir wollen uns Papier haben und mehr konsumieren. Alles dreht sich im Augen, wir spielen nur noch ein Leben. Feld um Feld, wo ist der Unterschied in unserem Leben? Nur Papier, auch wenn es stimmt draußen. Ich schreib dich aus, sieht er dich dritten der Welt. Auge um Auge, Feld um Feld. Wo ist der Unterschied in unseren Händen? Nur mal wie Geld. Geht weder Hunger noch Durst, doch sein Zylinder hält. Blicken hoch und sehen, wie sie die Welt.
Übrigens hat die Frau, was hat Helga gesagt? Frau, Mann, Tier, Agnes Zimmermann, Strack-Zimmermann, Ambitionen, natürlich nach Europa zu gehen. Entweder sie wird wie alle andere nichtsnutzige Politiker dahin abgeschoben, oder sie meint es wirklich ernst und möchte da praktisch die Geschicke leiten, dass praktisch über Europa noch mehr Kriege geplant werden können. Sie freut sich schon drauf, nach Europa zu gehen. Da kann sie sich ja mit der Ursula von der Leyen an einen Tisch setzen und überlegen, wie viele Tote sie noch produzieren können. Ja, und dass dieses Tote produzieren nicht auf die Söhne und Töchter ausländischer Eltern beschränkt ist, zumindest in deren Augen sieht man da, dass sie dafür ist, die Wehrpflicht in Deutschland in Spannung und Verteidigungsfall wieder einzuführen und gleichzeitig dafür sorgt, dass eben durch die von ihr mitinitiierten Waffenlieferungen eben diese Spannungsfälle immer häufiger werden. Ich erinnere daran, dass diese Frau tatsächlich dafür gesorgt hat, dass jetzt wieder deutsche Panzer auf russische Soldaten schießen. Seid ihr eigentlich noch ganz, ganz dicht in der Birne da drüben? Ja, ich find's irgendwie wirklich bezeichnend, dass diese Frau gleichzeitig praktisch nirgendwo auftaucht, ohne eine halbe Hundertschaft von Polizisten um sich rum. Die Aufgabe dieser Polizisten ist zu verhindern, dass irgendjemand eine der Waffen, die sie nach Russland geschickt hat oder sonst wo in die Welt, möglicherweise auf sie richtet. Ja, da geht ihr der Arsch auf Grundeis. Das will sie nicht. Ja, nur damit man mal sieht, wie asymmetrisch dieses ganze Dings da ist. Weil solange die Waffe auf andere gerichtet wird, ist alles okay. Aber ja, wenn die bloße Möglichkeit besteht, dass irgendwo mal einer eine Waffe auf sie richten könnte, dem wird vorgebeugt durch eine Armada von Polizei. Ja? Ich will jetzt nicht damit sagen, dass man auf sie schießen sollte. Ich will nur diese scheiß Doppelmoral, die da herrscht, nochmal ganz deutlich machen. Die gleiche Frau, die da drüben sitzt, ist auch noch ziemlich dünnhäutig. Ja, wie man nämlich lesen kann, erstattet sie monatlich etwa 250 Anzeigen über ihren Anwalt, weil Leute sie nennen, wie sie halt nicht genannt werden möchte. Aber seit kurzem darf man sie wie nennen? Kotzbrocken. Eine Frau, glaube ich, war es, die sie Kotzbrocken genannt hat, hat vor Gericht den Prozess nicht verloren, sondern der Richter hat gesagt, das müssen Sie als Politikerin aushalten. Okay, also. Also gut, dann sagen wir mal alle, was wir von ihr halten. Sie ist ein Kotzbrocken. Ein riesengroßer. Hoffentlich hat sie es gehört. Und sie sieht scheiße aus. Stimmt. So, jetzt haben wir noch ein Lied. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie nach Europa abzischen möchte. Weil ich glaube nicht, dass die Ampel hier in Deutschland noch lang Bestand hat. Dazu ein kleines Liedchen. Die Ampel muss weg, das ist unser Appell. Die Ampel muss weg, denn sie ist kriminell. Die Ampel muss weg, besser heute als morgen. Die Ampel muss weg, die Ampel muss weg. Herzlich willkommen, hier spricht das Volk. Ab jetzt wird mit Traktor Richtung Berlin gerollt. Wir legen alles lahm und machen alles dicht. Denn das ist unsere Bürgerpflicht. Die Äcker sind geflügt, die Saat gesät. Doch in der Politik werden die Fakten verdreht. Die Ampel hat fertig, Schluss aus Ende. Die Bauern stehen zuerst auf und bringen die Wende. Die Ampel muss weg, das ist unser Appell. Die Ampel muss weg, denn sie ist kriminell. Die Ampel muss weg, besser heute als morgen. Die Ampel muss weg, die Ampel muss weg. Die Ampel muss weg, denn sie steht auf Rot. Die Ampel muss weg, hängt uns alle in Not. Die Ampel muss weg, besser heute als morgen.
muss weg, der Affe muss weg. Schön, dass ihr da seid, wir sind nicht wie die Türe. Handwerker, Maler, Lackierer und Monteure. Alle auf der Straße, alle sind dabei. Ganz normale Bürger und sogar die Polizei. Auch die hohle Antifa und die Klimakleber haben die Schnauze voll von ihrem Arbeitgeber. Die Ampel hat fertig, Schluss aufs Ende. Weil steht das ganze Volk auf und bringt die Wende. Die Ampel muss weg, das ist unser Appell. Die Ampel muss weg, denn sie ist kriminell. Die Ampel muss weg, besser heute als morgen. Die Ampel muss weg, die Ampel muss weg. Die Ampel muss weg, denn sie steht auf Rot. Die Ampel muss weg, kriegt uns alle in Not. Die Ampel muss weg, besser heute als morgen. Die Ampel muss weg, die Ampel muss weg. Egal ob es regnet, hagelt oder schneit. Bis nach Berlin ist uns kein Weg zu weit. Wir kommen, um zu bleiben. Wir fordern den Rücktritt, die Ampel muss weg. Alle auf die Straße, das ganze Land. Für Frieden und Freiheit und den Mittelstand. Die Ampel hat fertig, Schluss, aus, Ende. Nur wenn alle aufstehen, kommt die Wende. Die Ampel muss weg, das ist unser Appell. Die Ampel muss weg, denn sie ist kriminell. Die Ampel muss weg, besser heute als morgen. Die Ampel muss weg, die Ampel muss weg. Die Ampel muss weg, denn sie steht auf Rot. Die Ampel muss weg. Uns alle in Not. Die Ampel muss weg, besser heute als morgen. Die Ampel muss weg, die Ampel muss weg. Die Ampel muss weg, das ist unser Appell. Die Ampel muss weg, denn sie ist kriminell. Die Ampel muss weg, besser heute als morgen. Die Ampel muss weg, die Ampel muss weg. Die Ampel muss weg, denn sie steht auf Rot. Die Ampel muss weg, bringt uns alle in Not. Die Ampel muss weg, besser heute als morgen. Die Ampel muss weg, die Ampel muss weg. Und ja, bin mal gespannt, was die Presse morgen wieder hier mit der Veranstaltung macht. Wahrscheinlich sagt sie, hier sind, was für sie, Hunderte gegen rechts gestanden. Und was jetzt auch passiert ist bei den letzten Demos gegen rechts, da ist euer Lehrer ist auf die Bühne und hat das Deutschlandlied angestimmt. Der wurde dann runtergeholt. Ich finde, wir sollten jetzt mal unsere Nationalhymne singen. Was haltet ihr davon? Okay. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes und davon. Blüht Pflanze dieses Glückes, blüht deutsches Vaterland. Das ist nämlich das, wovon diese Regierung nichts mehr wissen möchte. Das war super, Leute. Ich bin dafür, das machen wir jetzt auf jeder Demo so. Gell? Nur damit die wissen, was los ist hier. Ja, es wird Zeit, dass man hier als Deutsche auf Deutschland wieder stolz sein kann und es auch zeigen kann. Ja, ganz egal, wie viele Grünlinke dabei Schnappatmung kriegen. Was, unser Landrat ist da auch anwesend? Oh, der Herr Bläse natürlich, darf natürlich nicht fehlen, logisch. Roland, willst du noch was sagen? Ich gebe noch mal weiter an der Roland. Ja, ihr wisst ja, ich versuche mich wirklich international zu informieren. Und ich habe jetzt einen tollen Kommentar aus der Neuen Zürcher Zeitung
gefunden. Der ist relativ neu und ich finde ihn auch sehr, sehr passend zu der momentanen Situation in Deutschland. Ich lese euch das vor. Es täte den Deutschen gut, endlich wieder von ihrer absurden, ja schon lächerlichen Erregtheit herunterzukommen und sich von diesem Primitivschema links ist gleich gut, rechts ist gleich böse zu lösen. Es gibt hochgescheite Linke, wie es auch hochgescheite Rechte gibt. Ja, auch Linke können konservative Positionen vertreten, wie Rechte auch. Worauf es ankommt, ist, ob im offenen Diskurs Meinungen artikuliert werden können. Nur das bringt unser Land vorwärts, wodurch eine sich verabsolutierende Weltsicht, radikale Denkverbote errichtet werden. Da beerdigt man die Grundprinzipien der Aufklärung und verunmöglicht jegliches Erkenntnisstreben, das dann zum bloßen Schein wird. Man sah das gut in der Corona-Zeit. Auch da ließ eine Überregtheit nicht zu, aus kritischer Distanz auf Maßnahmen der Politik zu schauen. Für jeden mit nüchternem Blick ist erkennbar, dass heute auch die Wissenschaft in einer fundamentalen Krise steckt. Sie ist in weiten Strukturen korrumpiert und ermöglicht so nicht mehr Wege kritischer Forschung. Es geht noch ein bisschen weiter. Im Wege kritischer Forschung zu ideologiefreien Erkenntnissen zu gelangen. Um das fehlt es nämlich. Ideologiefreie Erkenntnisse, schwieriges Wort. In der Politik hat sich das Schablonendenken so weit verfestigt, dass es schon sektenhafte Züge zeigt. Da gibt es dann nur noch die Erleuchteten, dazu zählen wir nicht. In denen ihren Augen und die Heretiker, das sind wir stolz drauf. Ja. Auf dieser Basis gedeiht keine freie Gesellschaft, sondern hier verfestigt sich eine Autokratie, in der sich wieder feudale Verhaltensmuster ausbilden. Es wird höchste Zeit, aus diesem Irrsinn des neuen Klassendenkens auszusteigen. Und genau dafür stehen wir da. Danke. Genau. Wir haben übrigens heute auch offenes Mikrofon, falls nur jemand was sagen möchte oder zu der Dame sagen möchte. Oder Mann oder Tier. Super Vorlage, Helga, das muss einfach sein. Obwohl, wie du vorher gesagt hast, ob die überhaupt noch in den Spiegel schauen können, ob das überhaupt nur Menschen sind, weil denen fehlt jede Menschlichkeit. Ja, okay, jetzt. Genau. Das Ganze führt ja mittlerweile, um dem Ganzen wenigstens ein klein wenig einen Schmunzelanstrich zu geben hier dazu. Erwin hat es gerade gesagt, ja, dass man quasi außerhalb von Deutschland wird man belächelt und ausgelacht. Und wer in Deutschland ist, hat wegen diesen Typen da drüben nichts mehr zu lachen. Jetzt, ja? Jetzt alle drei. Jetzt haben wir warte mal kurz, Willi. Wir haben eine Wortmeldung. Sag mal deinen Namen. Hi, ich wollte mal sagen, es müssten viel mehr Leute hier sein, um gegen diese Kriegstreiberei zu protestieren. Das wollte ich mal sagen. Und ich habe heute bei Wikipedia gelesen, die Frau Strack-Zimmermann ist auch im Rotario-Club Düsseldorf. Mitglied. Und es geht ja alles Richtung Freimaurerei. Wusste ich auch noch nicht. Und bloß mal so zur Info. Es muss endlich Frieden geben zwischen Russland und Ukraine. Und nicht Taurus-Raketen liefern, bis wir mal das Feedback aus Russland bekommen. Dann will ich mal die Strack-Zimmermann sehen, was da los ist. Ja, so geht's nicht weiter. Für Frieden. Super, danke Herbie. Herbie, Entschuldigung. Genau. Jetzt haben wir hier noch einen Musikwunsch. Unser Willi ist gerade am Gucken. Ich denke, ich schreibe euch besser schon bei Zeiten. Und sag euch heute schon endgültig ab.
Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne habe. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Ich habe sie wie Atem vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchsten Wert. Ich habe sie antreiben und verheben, und wohin es ging, liebern gelebt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben. Kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ganz sicher nicht für euch hab ich als Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fieber gemacht. Verzweifelt an einem kleinen Bett gestanden. Kühlt ein grünes Gesicht. Bis hier in der Erschöpfung nur vorhanden. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt. Auf einem Gott verlassenen Feld erfrieren, während ihr die weiche Kiste setzt. Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Meine Söhne geb ich mit. Nein, meine Söhne geb ich mit. Nein, meine Söhne geb ich mit. Ich werde sie in Ordnung verlieren. Denn Widerstand und die Unbeugsamkeit gegen jeden Befehler zu belehren und nicht zu probieren vor der Obrigkeit. Eher werde ich mit ihnen fliegen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht. Eher mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben. Ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht. Sie werden es für euren Wahn nicht geben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. 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 Ist immer noch aktuell, das Lied. Ja, genau, aktueller denn je. Wie wär's, wenn wir ihr noch ein bisschen die Meinung sagen? Kriegstreiber raus! Kriegstreiber raus! Kriegstreiber raus! Kriegstreiber raus! Genau, oder wir können ja was anderes machen.
Ich sag ganz laut Kotz und ihr sagt Rocken. Also. Wenn wir es gerade so wie an Fasching haben, drei donnernde Kotz. Rocken. Kotz. Rocken. Kotz. Rocken. Kotz. Rocken. Genau. Jetzt komm her. Elisabeth. Blut, Blut, Blut. Klebt an euren Händen. 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 Pfui, schämet euch. Genau. So erbärmlich im Leid von anderen Geldverdiener. Igidigid. Hättet ihr was Gescheites gelernt? Dann werdet ihr andere Menschen helfen, anstatt sie zu zerstören. Pfui, Teufel. So, gibt's noch Wortmeldungen? Möchtest du noch was sagen? Könntet noch ein bisschen Musik laufen lassen? So, ich suche eins. Oh, Moment, wir haben noch eine Wortmeldung. Oh, super. Hallo, ich bin Marion. Ich bin für Rücktritt der Bundesregierung. Yeah. Raus aus der NATO. Yeah. Und aus der WHO. Und alles andere ergibt sich dann von selbst, gell? Also beziehungsweise für Volksabstimmungen. Keine Wahlen mehr. Wahlen sind, ja. Also Wahlen sind nicht zielführend, genau, die sind nicht zielführend, danke Helger. Die sind Verarsche, ne? Im Prinzip sind es eine Verarsche, die Wahlen. Die Stimmen, die sind dann irgendwo in der Irreurne und das war's. Genau. Für Volksabstimmungen und da macht die Bundesregierung ja auch immer alles zu und dicht und mauert. Ja, das war das, was ich fordere und das eigentlich intensiv seit fast vier Jahren. Alles, alles Liebe für uns alle und wir schaffen das. Also nicht, ja, wir schaffen das. Der Spruch ist auch schon irgendwie über... Wir schaffen es wirklich. Ja, hoffentlich, hoffentlich, wirklich. Also wir, ja, deswegen, wenn ich es so da unten halte, ist auch blöd. Also, ja. Alles, alles Liebe für uns alle. Super, vielen Dank, Marion. So. So viele sind gegangen, so viele sind gefallen. Außer Trümmer und Zerstörung, was bleibt uns von dem All? Es soll der große Krieg zur Freiheit sein, schickte Armeen für den Frieden. Ein Land am Boden, Trümmerstädte, sein Mensch wie Meer untergehen. Traumatisierte Kinder, Hass, Gewalt, Angst und Flucht, Granaten und Raketen, von jedem verflucht. So viel Leid und Ehren, so viele tote Kinder, ich sehe keine Freiheit, ich sehe nur Leid. Wieder nur ein Krieg für Verlierer.
Geschichte nichts gelernt, doch wieder tapfer Krieg gespielt. Sag ging's hier wirklich um die Freiheit, die haben sie einzig ein anderes Lied. Nur am Himmel herrscht jetzt Ruhe, aus der Klemme, aus dem Sinn. Also wieso, weshalb, warum das alles? Sag mir, warum's hier wirklich gilt. Mit diesem Lied von Freiwelt beende ich diese Mahnwache, wenn ich es wieder auskriege. Hilfe! Okay, schön, dass ihr alle da wart. Und übrigens jeden Dienstag um 18.30 Uhr da drüben auf dem Bahnhofsvorplatz stehen wir da. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und mir ihr gezeigt habt, wir wollen sie hier nicht haben.